Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir was vollkommen anderes. Weder eine Challenge, noch ein Let's Build, noch ein Teil von irgendeinem Let's Build oder einem Let's Play. Heute gibt es ein Halloween Special. Und zwar habe ich mir im Vorhinein das Video aufgenommen, wo ich mir eine blutige Wunde am Mundwinkel schminke. Wir haben das so weit zurechtgestellt, dass ich jetzt nachvertone, dass ich euch sagen kann, was für Produkte ich nehme oder was ich da überhaupt die ganze Zeit tue. Ich hatte ein paar Probleme mit meinem Handy, womit ich das aufgenommen habe, mit dem Fokus. Also da bitte nicht wundern, es ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit Facecam irgendwas mache. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal zusammen das Video an, was uns da so erwartet. Viel Spaß! So, als erstes klemme ich mir den Bereich mehr oder weniger ab und überlege mir, wie ich etwas anzeichne. Da habe ich einfach einen ganz normalen schwarzen Kajal genommen und mir das grob angezeichnet. Ja, für die, die jetzt schon getriggert werden von der Linie, die wird jetzt wieder zusammengemacht. So, das ist Flüssiglatex von der Firma Lilatex, kann ich nur empfehlen. Ich habe dann einen ganz normalen Pinsel genommen, den ich aussortiert hatte aus meiner normalen Make-up-Reihe und habe das ganz grob in die Form geschmiert. Ein bisschen über den Rand, damit man da noch ein bisschen Fläche hat, um ja, blaue Flecken zu malen oder irgendwas zu kaschieren. Aber nur, dass ich mir grob ungefähr die Stelle angezeichnet habe. Ihr könnt das natürlich alles auch ein bisschen präziser machen. Wenn ich feiern gehen würde oder sowas, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Aber so ist es halt ein bisschen großflächiger, um euch das besser zu zeigen. Hier habe ich Toilettenpapier einfach genommen und habe mir das in so viele Lagen wie möglich quasi auseinandergefriemelt. Ich glaube, es waren 3 Lagen. Einfach da drauf gelegt, wie ich das gerne haben wollte. Und dann die Ecken ein bisschen ausgefranst. Ich hätte auch eine Schere nehmen können. Allerdings sind dann die Ränder halt wirklich sehr, sehr glatt. Und das wollte ich vermeiden. So, dann kriege ich auch wieder ein bisschen mehr Luft. Bitte nicht die orangefarbenen Blüten auf dem Toilettenpapier beachten. Jetzt mache ich eine zweite Schicht von dem Flüssiglatex darüber. Einfach ein bisschen antrocknen lassen das Ganze, bis ihr merkt, dass da nichts mehr großartig nass ist. Einfach nochmal wieder die Stelle einpinseln, wo ihr es hinhaben wollt oder wo es kleben soll. Und dann auch schon die zweite Lage von dem Toilettenpapier da drauf. Im Grunde braucht ihr da eigentlich nur ein Blatt, wenn ihr das ordentlich auseinanderfriemelt. Also ist das da auch relativ gering, zumindest was den Verbrauch angeht. Schön festpappen. Wie gesagt, die Ränder sind halt jetzt ein bisschen lockerer. Jetzt müssen wir wieder warten, was man in der Zeit macht. Kann man jetzt sich überlegen, ob man sich sein Zeug, was man braucht, noch zusammenlegt oder ähnliches. Oder einfach eine Runde noch Netflixt. Es dauert im Normalfall so 5 bis 10 Minuten, je nachdem wirklich, wie dick ihr das macht. Und dann habe ich hier wieder angefangen, die Ränder abzufriemeln. Dann habe ich jetzt ein größeres Stück von rausgenommen. Die Länge passt ganz gut, um ja, mir dann wirklich mit der dritten Schicht inzwischen wieder die gleiche Stelle da zu pinseln. Ich habe ein bisschen an den Pinsel rumgeschmiert, deswegen nicht wundern, warum ich das so seltsam auftrage. Und dann habe ich das Eck hier wieder da drauf geklebt. Und die Ränder wieder ein bisschen festgemacht. Genau, nochmal oben drüber eine Schicht zum Fixieren. Oder um die Ränder abzuglätten oder so zu drehen, wie ich die gerne haben will. Aber da gibt es auch keine, ich sag mal, standardprofessionelle Antwort oder sowas. Im Ende müsst ihr das so machen, wie ihr das selber schön findet, wie ihr das selber für euch haben wollt. Wie gesagt, ich würde es, wenn ich es mir selber mache, für ein Event oder ein Shooting, würde ich es ein bisschen ordentlicher machen. Aber wenn ich das so ordentlich mache, könnt ihr nicht genau sehen, was für Schritte ich da mache. Deswegen da nicht wundern, dass es so weit ist. Jetzt habe ich hier meine Nagelschere noch geholt. Ich habe vergessen, sie mir auf deinen Schreibtisch zu legen. Habe dann hier die Ränder noch mal ein bisschen weiter abgezogen. Was am Anfang nicht ganz so gut geklappt hat, weil das doch noch ein bisschen nass an der einen Stelle war. Jetzt habe ich das versucht hier abzufriemeln, damit man da nicht so eine, ja, so eine überlappende Kante hat, würde ich sagen. Auch da ist es immer Geschmackssache, wie man was haben möchte.
Dauert dann halt immer einen Moment. Wie ihr seht, ist es da schon ein bisschen fester geworden an der Ecke. Deswegen wird das da ein bisschen schwieriger mit der Nagelschere. Aber gut. Die Ecke ist anscheinend widerspenstig gewesen. So, jetzt. Genau. Und auch da nochmal den Rest von abgeschnitten. Und dann habe ich hier eine Pinzette genommen, um den Bereich wegzuzupfen, den ich gerne als Narbe haben möchte. Ganz einfach und bitte ganz, ganz vorsichtig, wirklich nur mit der Spitze von der Pinzette ganz vorsichtig zupfen. Lieber ein bisschen langsamer und dafür nicht in die Wange, anstatt ihr euch da wirklich wehtut. Wie ihr seht, das ist schon wie Gummi. So, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen mehr Fokus. Also wirklich da einfach den Rand entlang, den ihr haben wollt. Nochmal ganz, ganz vorsichtig. Das tut zwar nicht weh, aber wenn ihr da mit so viel Motivation und Enthusiasmus daran geht, dann könnte es da den einen oder anderen Unfall geben. Wichtig ist, dass ihr wirklich nur erstmal eine feine Linie zieht, um hinterher nochmal zu schauen, wie euch das dann wirklich gefällt. Und nicht die, ja, ich sag mal, die offenen Ränder da wirklich abschneiden, die ich mir da jetzt extra gelassen habe. Hinterher wird es dann so aussehen wie, ja, wie Hautlappen, die dann darüber hängen. Hier habe ich nochmal dann die Schere genommen, einfach weil ich da an das vorne nicht dran kam, ohne mir da irgendwas an der Lippe abzuziehen. Auch da höchste Vorsicht geboten. Schere im Gesicht ist auch nicht lustig. Ja, da war dann wieder noch ein bisschen viel übrig. Auch da nochmal versucht, es abzuschneiden. So die letzten Schönheitskorrekturen, wie man es gerne haben möchte. Jetzt habe ich hier von so einem, ich sag mal, Karnevalsset so eine schwarze Farbe genommen und schmier die mir jetzt quasi in dem Bereich, wo ich es gerade aufgezupft habe. Hat einfach den Hintergrund, dass die Wunde dann hinterher noch viel mehr Tiefe bekommt, als wenn ich das jetzt wirklich alles nur rot machen würde. Wichtig auch hier, versucht mit dem Fingernagel oder auch mit der Pinzette den Rand ein bisschen hochzuziehen, damit ihr auch wirklich da drunter kommt. Weil je nachdem aus welchem Winkel, kann es sein, dass ihr dann noch die Haut durchblitzen seht. Genau. So sieht's aus. Dann habe ich hier ein ganz normales Hydro-Make-up genommen. Ist ein bisschen zu hell für mich inzwischen. Bin noch ein bisschen sonnengeküsst, wie man so schön sagt. Deswegen fällt die Narbe auch ein bisschen mehr in meinem Gesicht aus, als sie eigentlich sollte. Aber ich denke, um das zu veranschaulichen, ist das durchaus ausreichend. Da habe ich jetzt einfach die Spitze von einem Concealer genommen, den ich hatte. Der war leer. Die Spitze habe ich behalten und trage das da jetzt mit auf. Ich wollte mir jetzt nicht noch einen Pinsel damit versauen, deswegen klappt das mit dem Bürstchen da ganz gut. Das ist auch nicht schlimm, wenn ihr ein bisschen über den Rand schmiert oder so, weil hinterher müsst ihr sowieso ein Fullface machen, um das halt ein bisschen zu kaschieren. Wichtig ist, dass ihr guckt, dass ihr jede Stelle bedeckt habt, weil sonst kommt das Weiße halt irgendwann durch. Jede Ecke wirklich abtupfen. Bisschen über den Rand hinaus, damit es nicht so auffällt. Habe ich jetzt angefangen, unten die Kontur weiterzumachen von dem Make-up, bis mir aufgefallen ist, das macht so nicht viel Sinn. Deswegen bin ich da einmal ganz kurz bei mir im Bad verschwunden, um mir das Fullface-Gesicht zu machen. Genau. So, jetzt habe ich einmal mein komplettes Gesicht mit Make-up eingekleistert. Wie gesagt, der Ton ist ein bisschen zu hell für mich, wie man auch sieht. Deswegen fällt die Narbe auch, beziehungsweise das Papier zwischendurch so auf. Wenn ihr das präzise macht, dann habt ihr einen ganz dünnen Rand von dieser Narbe.
Aber so könnt ihr zumindest sehen, was ich da jetzt genau wie gemacht habe. Jetzt habe ich mir mit einem Make-up oder mit einem Lidschattenpinsel meine bunte Palette rausgesucht. Ganz viele verschiedene Farben, um da wirklich jetzt auch eine Tiefe reinzubringen. Ich bin jetzt hier in so einem, ja, etwas dunkleren Blau und pinsel damit jetzt die Ränder erstmal von der Narbe ab, beziehungsweise von der Wunde, um das dann wie einen blauen Fleck mehr oder weniger aussehen zu lassen, wie eine Schwellung. Habe das dann auch ein bisschen auf dem, ja, Mundwinkel verteilt und ein bisschen unten drunter. Danach bin ich in ein, ja, mittleres Grün, hätte ich jetzt gesagt, gegangen. Leider haben die Farben keine Bezeichnung. Und bin da nochmal quasi über das Blau gegangen, um da nochmal einen kleineren Farbverlauf reinzumachen. Bin auch nochmal außen an den Rand ein bisschen gegangen, um die, ja, die Kanten so ein bisschen zu verstecken, verschleiern, wie man das auch nennen möchte. Dann bin ich in so ein, ja, Sonnengelb gegangen. Auch da bin ich wieder drüber gegangen, um dann noch einen anderen Farbeffekt mit reinzusetzen. Einfach so ein bisschen an einen blauen Fleck erinnern. Also da haben wir ja wirklich viele Töne. Wir haben da blau, grün, gelb, lila, was ich jetzt übrigens auch benutze, sehe ich gerade. Wie gesagt, einfach so ein bisschen auf den Rand schmieren. Auch da ist es wieder so, dass es, wie es einem gefällt. Der eine mag das lieber, dass es ein bisschen blauer ist, der andere jetzt gern ein bisschen dunkler. Die anderen machen halt mehr Blut. Wie gesagt, es ist auch immer kostümabhängig, was ihr damit erreichen wollt, wie eure Geschichte zu dem Kostüm ist, warum euer Charakter, den ihr da wirklich verkleidet, als den ihr euch verkleidet habt, warum der diese Narbe da hat. So, jetzt habe ich Blut, Scrap. Also wirklich wie so eine Schürfwunde hatte ich da noch. Das kommt als nächstes, aber vorher ist mir eingefallen, sollte ich die Ränder mit einem Lipgloss benetzen, damit es halt wirklich ein bisschen frischer aussieht, die Wunde. Ich habe da einfach, ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das ist, ein Lipgloss genommen, was einen schönen Rotton hat. Ich glaube, das war von der Farbe Uma Cosmetics. Einfach ein sehr, sehr helles Rot, um, tja, wie gesagt, die Frische da reinzukriegen. Ich habe das dann ganz normal mit dem Bürstchen von dem Lipgloss aufgetragen und hinterher mit meiner Make-up-Concealer-Bürste das alles ein bisschen verteilt. Da war ja sowieso jetzt alles dran an dieser Bürste. Na, dann habe ich nach einem, ich glaube, nach einem Lippenstift gesucht, weil mir das so noch nicht richtig gefallen hat. Also dieses Gesamtbild konnte ich mir so noch nicht richtig vorstellen, deswegen habe ich mir hier erstmal die Lippe mit dem Lippenstift geschminkt, das ist eine dunklere Farbe, weil das helle Rot, habe ich gedacht, könnte ein bisschen blöd zu der Wunde dann direkt am Innenwinkel aussehen. Das ist von der Firma Trinit Up und zwar ist das die Farbe Shiny. Ein ganz normaler Lipstick. So, sieht schon bald recht fies aus. Jetzt kommt nämlich das Kunstblut. War in irgendeiner Verpackung drin. Hatte ich noch, habe ich gedacht, für die kleine Narbe muss ich nicht extra quasi Kunstblut ansetzen. Habe das dann so aufgedrückt und dann wirklich in die Wunde mehr oder weniger gedrückt. War gar nicht so einfach, das so zu drücken, dass da genug rauskam und ihr auch noch was sehen konntet. Also da bitte entschuldigt, wenn da nicht genau alles zu sehen ist. Dann habe ich hier noch so einen Mundspatel, da hatte ich auch so einen 100er-Pack mal geholt. Ist ganz gut, um Dinge im Gesicht zu verteilen, sei es Latex, Bodywax oder Kunstblut. Ich habe das jetzt in die Narbe geschmiert und dann noch so ein bisschen verteilt an die Ränder und außen, damit es halt nicht so gerade aussieht, sondern halt wirklich so ein bisschen Blut verschmiert. Sieht auch, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt aus. Sieht auf jeden Fall echt fies aus. Wie gesagt, würde ich jetzt feiern gehen, die Ränder werden quasi unten am Kinn und oben über dem Blut ein bisschen dünner. Also kürzer, dass man das nicht so sieht. Und ich hätte auch wirklich ein, ja, ein besser deckendes Make-up drauf.
Ich mache jetzt hier um die Wunde drumherum quasi noch wie so einen blauen Fleck. Dass es halt ein bisschen geschwollen aussieht. Auch da ist es Geschmackssache. Das muss man nicht machen. Die Wunde allein würde theoretisch schon reichen. Aber wie gesagt, das ist auch nur mein persönliches Empfinden. Man kann es halt wirklich schlecht erklären, wenn es einfach nur aus einer Idee heraus gemacht wird. Das sind jetzt wirklich dunkle Töne, dunkles Grün, Violett. Um das noch so ein bisschen hervorzuheben. Man kann es natürlich auch noch blutverschmierter machen. Kommt halt immer auf das Kostüm drauf an. Ganz leichter Trick, wenn ihr Kunstblut selber machen wollt, ohne euch wirklich so einen Kanister online zu kaufen für einen Zwirni. Holt euch rote Beete-Saft, ein bisschen Kakaopulver und Mehl. Einfach das rote Beete, den rote Beete-Saft aufkochen lassen. Dann je nach Farbe Kakaopulver rein, wenn ihr es dunkler haben wollt. Oder nicht. Da habe ich jetzt nochmal kurz meine Augen dazu geschminkt. Nicht ordentlich, weil gehört da nicht zu. Und ja, so einfach hat man eine Narbe im Gesicht. Wie gesagt, ihr könnt mehr Blut reinmachen, aber so sieht's aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin. Ciao.